Hallöchen, heute verbasteln wir diesen Block vielmehr. Ich habe den schon verbastelt und habe einige Karten gemacht und kann nur warnen, ich kaufe nie wieder diese Blöcke, schon gar nicht in so einem dunklen Tönen. Ich habe mich echt schwer getan und hier ist irgendwie immer so viel los auf diesen ganzen Motiven. Ich habe das alles so ein bisschen auseinandergenommen und habe mal mehr und mal weniger schöne Karten gemacht. Aber ich habe jetzt den Plan, ein Blatt habe ich hier noch drin, das verbastle ich mit euch zusammen. Also eine Karte oder zwei machen wir daraus. Und danach zeige ich euch alles, was ich daraus gebastelt habe. Wir brauchen Kartenrohlinge, entweder selbst gemacht oder die von Action. Dann habe ich mir mein ganzes Restepapier von den Kalendern, die ich so gemacht habe, wisst ihr, habe ich ja noch massenhaft so ein bisschen in so Rechtecke zurechtgeschnitten. Also ich habe die hier gestanzt mit einer Stanze von Create a Smile. Weiß nicht, ob ich das verwende. Dann brauchen wir Kleberschere, Dekomaterial, wie immer. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Ich habe mir jetzt hier dieses Blatt aufgehoben. Und was mich besonders immer, also hier ist die Vorgabe, ne? So soll es aussehen. Ich finde das Motiv wunderschön, aber mir ist das einfach zu viel. Also, was ich immer besonders blöd finde, sind eigentlich diese Holzteile. Ich habe auch vereinzelt Teile weggeschmissen, weil ich die einfach nicht verbastelt gekriegt habe. Gut, ich löse jetzt erstmal alles aus dem Block und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich alles auseinandergenommen hier und schon, oh, habe schon weitergemacht, bevor ich habe vergessen, die Kamera anzumachen. Ich habe mir jetzt einfach dieses Blatt auseinandergeschnitten, weil ich weiß, das mag ich hier nicht so und ich verwende es anders. Also ich denke, ich mache auch zwei Karten. Hier ist mir natürlich wie immer bei diesen Dingern da was eingerissen. Das passiert mir auch regelmäßig. Als erstes schneide ich mir immer die Nubis hier ab. Ich finde das furchtbar. Wie gesagt, auch schon ein Grund, die vielleicht nicht mehr zu kaufen. Oder zumindest, ich habe so viele mittlerweile. Also nicht von diesen DIY-Blöcken, da habe ich nur noch einen. Aber eben, wie gesagt, Lux-Blöcke, das ist ja alles das Gleiche. Da muss man ja immer diese Dinger abfummeln. Ich habe jetzt auch noch Lux-Blöcke übrig und, na, sag schnell, diese 3D-Elemente. In weihnachtlich einen Block. Wollte ich sowieso dann mal euch fragen, könnt ihr euch ja mal überlegen, zeige ich am Ende dann nochmal, was ich da noch so habe, was ich als nächstes verbastel, weil wir haben heute schon den 5., nee, 14., 14., genau, also in 10 Tagen ist Weihnachten. Ich meine, so viele Videos werde ich bis dahin nicht mehr machen und deshalb könnt ihr mir ja mal helfen, was ihr vielleicht noch sehen wollt, was ich verbasteln soll. Ich möchte jedenfalls möglichst viel noch verbasteln. Auch wenn ich die Karten dieses Jahr nicht mehr verschicke oder verschenke, möchte ich meinen Bastelvorrat reduzieren. Und im letzten Jahr habe ich das auch so gemacht. Da habe ich dann eigentlich so, also zwischen den Jahren hat man ja auch immer Zeit und irgendwie komischerweise nach Weihnachten habe ich auch viel Ruhe dann immer, auch im neuen Jahr noch. Und da verbastel ich dann alles so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier mal weiter. Ich habe hier noch so ein Embossed-Teil gefunden von mir und nehme mir den hier zum Beispiel. Also das ist jetzt hier der Kartenaufleger, den ich gestanzt habe mit der Create a Smile-Stanze, Stodder. Und ich dachte mir jetzt, diese Tasse wirkt einfach alleine am besten, ist so meine Meinung. Und deshalb möchte ich die jetzt hier auf diese Ding drapieren. Dafür muss ich mir das aber erstmal nochmal zurechte schneiden. So ein bisschen auf die richtige Größe. Mal probieren wir uns mal ein bisschen aus. So. Und so. Und so. So, schauen wir mal. Ganz hübsch so. Dann vielleicht noch ein bisschen Band. Band geht immer. Das rotet. Sehen oder was gelbet? Nee, ne. Das geht ja gar nicht. Oder sind wir wieder bei meinem Lieblingsband? Ja. Oder mal rosa. Ihr wisst ja, ich stehe ja auf rosa.
Ja, ist eigentlich auch ganz schön, war. Mal so drunter einfach. Okay, also bringen wir die einfach übereinander hier erstmal. Das ist eigentlich am besten mit diesem anderen Kleber zu machen, aber ich will mal mein, das hier Buch leihen. Der ist schon uralt und habe ein bisschen Angst, dass mir der, also ich habe das schon, früher habe ich immer Buchleim genommen, da habe ich mir so eine große Packung bestellt bei Amazon und die dann nach und nach aufgebraucht. Aber aus diesem Napf, da wird es dann immer so ein bisschen klumpig. Und das Klumpige geht natürlich ohne mehr aus dieser kleinen Flasche dann da raus. Und deshalb möchte ich das jetzt verbrauchen. So, dann machen wir mal hier mit Dingens. Also wie gesagt, die Blöcke sind, also sicherlich gibt es da schöne Motive, wobei ich immer nicht, der Block, glaube ich, kann ich mich erinnern, war dann wieder so, dass ich denn das gesehen habe und hätte ja einen anderen, also ich habe im Internet, wie gesagt, wie das immer so ist, man sieht so einen Howl, ne, zufällig und möchte das dann auch haben, so, ja, geht ja nicht nur mir so, geht euch ja auch so, so, dann hier ist es zu Action, dann liebst du nicht genau den, der dir eigentlich am besten gefallen hat, so, dann kaufst du das, was da ist, und so war das, glaube ich, bei dem Block auch, weil eigentlich wollte ich so was Dunkles nicht mehr haben, weil ich auch noch einige Lux-Blöcke habe, die so sind. Achso, nee, wollte jetzt erstmal das Band aufbringen. Quatsch, Quatsch. Also wie gesagt, um Band aufzubringen, mache ich es immer so, dass ich mir hinten Klebeband aufbringe und dann möglichst gerade. Ja, möglichst gerade, ja, sie sagt etwa. So, und dann haben wir es schon. So, reicht er eigentlich schon, oder? Was sagt ihr? Finde ich persönlich schon ausreichend. Und deswegen sage ich ja, die sind mir immer. Vielleicht liegt es auch an mir. Ich bin eben so, ich möchte das nicht so überladen. Wenn dann überladen, dann an einer Stelle alles aufeinander so oder übereinander schachteln, so wie ich gleich euch ein paar Karten zeige. Aber am liebsten habe ich sowas hier. Sage ich jetzt mal so. So, bisschen festhalten, ist auch wieder ein bisschen schief geworden, das Ganze. So, eigentlich, aber das geht mir jedes Mal so. Obwohl, hier passt das jetzt wieder. Diese Holzklötze habe ich eigentlich überwiegend weggeschmissen. Bei dem Block sind einige bei gewesen. Aber jetzt hier in dem Fall könnte ich es eigentlich mal anbringen. Also, ihr könntet auch alles mit 3D-Pads aufbringen, aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, jetzt hier einfach so zu belassen. So, hier sind jetzt noch Pekinäpfel. Jetzt hier noch hinbringen. Oder hier. Hier. Und dann noch ein paar Sternchen vielleicht so. Und das hier so oben drüber war. Die mache ich jetzt wirklich mit 3D-Pads. So, und dann ist es ja so, wie gesagt, da sind jetzt 24, glaube ich. Ne, 12 Motive drin. Also 12 Karten theoretisch. Aber ich habe mehr als 12. Ich habe vielleicht auch nicht 24, aber auf jeden Fall habe ich irgendwie was über 15 oder 18, glaube ich. Mit denen jetzt dann habe ich wahrscheinlich 20. Wir zählen gleich mal. Und deshalb, also ich meine, ich persönlich verschicke nicht so viele Karten. Also ich verschicke Karten, ja, logisch. Aber nicht so viele. Und ja. So, jetzt machen wir noch die Sternchen hier nüff. Und dann wartet. Haben wir eh eine Karte fertig und dann zeige ich euch noch eine Idee für die anderen Reste. Also hoffe ich mal. Bin schon gespannt.
Ich weiß ja nicht, ob ich die ganze Zeit aus dem Bild bin. Ich mache ja jetzt so immer mit meinem Lettering, mache ich mir auch mal ein Teechen früh morgens oder, naja, manchmal jetzt heute war es nicht morgens. Und da habe ich mir jetzt auch hier mal ein Teechen gemacht, aber ich habe keine Weihnachtstasse, sondern. Na, wer ist das? Ne? Minin. I try harder, ja. Eigentlich müsste ich die mit auf Arbeit nehmen. So, ihr Lieben, ich finde die super schön. Reicht mir auch völlig aus. Wer will, kann noch einen deutschen Spruch aufmachen, ne? Und dann haben wir schon das Kärtchen Nummer 1 gebastelt. Also, wie gesagt, manche sind auch schön geworden, aber ich zeige ja gleich nochmal in der Summe alle. Dann nehmen wir uns die zweite. Da hatte ich auch schon eine Idee mit dem Baum. Ich fand nämlich eigentlich, dass das so schon mal total schön ist. Und ausreichen würde. Und dass wir die hier dann so rüber machen. Aber als erstes schnippel ich mir wieder die Nuppis ab. Und außerdem schneide ich mir das jetzt nochmal gerade hier. Weil ich mir das mit der Schere ein bisschen sehr schief hoch abgeschnitten habe. So. Jetzt überlege ich noch, ob ich mir den embosse. Ihr wisst ja, ich stehe auf Embossen. Ich embosse das jetzt mal hier, weil diese Karten von Action, die sind mir so. Weiß ich nicht. Da muss ich embossen. Bis gleich. So. Jetzt ist es embossed. Bisschen sehr an den Rand gerutscht. Aber was macht ja nichts. Seht ihr auch, dass die Karte schief ist. Das können wir ja auch gleich nochmal korrigieren. Hätte man jetzt vielleicht vorher machen sollen. So, dann hier rauf, wie gesagt. Vielleicht dann jetzt wirklich mit einem roten Band. Schief ist eigentlich auch ganz cool. Oder lieber nur so gerade war. Ich werde das mal wirklich begrenzen. Also ich klebe das jetzt wirklich nur in dem Bereich, wo das Papier hier ist, auf. So. Schneide dann hinten ab. Ja, wie gesagt, ich brauche immer Karten, wo irgendwie so eine Art Fokuspunkt ist. Man sagt ja auch bei der Fotografie ist es ja so der goldene Schnitt oder überhaupt bei Bildern. Und so mache ich das bei Karten, versuche ich das auch so ein bisschen, also unbewusst eigentlich, aber ich weiß, dass das damit zusammenhängt. Meistens sehen die Karten schon gut aus. Und wenn nicht zu viel los ist, also wie ich finde. So, dann haben wir noch das Geschenk. Und in Stern war. Mehr haben wir nicht. Reicht ja aber, wa? Mache ich da überhaupt was drauf? Nö. Ich mache das jetzt mit 3D-Klebeband, bringe ich das jetzt auf die Karte. Und dann mache ich ja kein Band drauf. Vorsicht, ich mache es nochmal ab. Scheiße. Ich wollte jetzt hier den Spruch stempeln. Und zwar. Weihnachtsgrüße. Wünsche wären wahr. Oder zauberschöne Festtage. Also der Stempel ist hier, glaube ich, im Original von wem anders. Meiner ist aus Asien. Zeige ich jedes Mal dazu, weil falls ich hier angegriffen werde. Aber ich kann da nichts für. Ich habe das bei Amazon bestellt und ja, ich gehe davon aus, dass das dann legal ist. Wie gesagt, alle anderen, die Online-Shops, die so kreativ sind, da habe ich ja so meine Probleme, außer bei Craftee und Sizzix. So, dann drückt mir mal die Daumen, weil das ist nicht so einfach mit den Stempeln hier. Da merkt man dann nämlich doch, dass es keine Markenware ist. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann ist es ja nicht so schlimm. Ich habe ganz viele Karten. Aber was wir noch brauchen, da fehlen nämlich immer die Ü-Strichelchen. Jetzt
zauberschöne Festtage. Schöner Stempel war. So, jetzt können wir auch das 3D-Klebeband drauf machen. Habe ich natürlich wieder die Schere verlegt. Aber wie gesagt, bei denen von Folia sind die auch so, dass die, habt ihr gesehen, ne? Die ist nicht beschichtet von, also es gibt ja diese zwei Scheren von Folia. Quatschi. Jetzt wird das Video doch wieder irgendwie so lang. Ich dachte, ach, machst du nur eine Karte, aber jetzt sind es wieder zwei geworden. Und dann zeigst du nur die anderen Karten. Ah, seht ihr ja. Irgendwie. Aber es ist ja, viele von euch haben mir gesagt, es ist okay, wenn das Video ein bisschen länger ist. Und für alle anderen, ich klicke mich ja auch manchmal durch die Videos so durch, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Ist mir letztens nämlich so gegangen bei einem älteren, also älter, von diesem Jahr, die Ludmilla von Elephantus Katus, die hat nämlich auch diesen einen Block, Luxblock verbastelt, den ich auch habe. Und da habe ich mir das Video am Anfang ganz schnell so durchgeklickt und dann halt gestern nochmal in Ruhe beim Basteln, also beim Basteln der Karten, die ich euch jetzt gleich zeige. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dass sie meinen Namen genannt hat. Eine Karte hat sie aller Dörte genannt. Da habe ich mich so gefreut drüber. Könnt ihr euch ja nicht vorstellen. War echt schön. So. Machen wir den Stern als Dings und das Geschenk mache ich jetzt nochmal mit 3D oben drauf. Und dann ist die Karte, reicht das für mich. Fertig. Ja. Also eigentlich, also ich sag mal so, die sind schon nicht schlecht, die Blöcke, seht ihr ja. Aber für mich, der schon alles hat, ich habe Stempel, ich habe Papier, ich habe Sticker, ich habe tausende andere Sachen, Stanzen, was nicht alles. Da brauche ich eigentlich nicht tausende noch von diesen Blöcken, weil ich genug andere Sachen habe, die ich auch verwenden kann. Und mal eben so ein Block ist auch okay. Aber ihr seht ja, wie viele Karten ich da rauskriege. Meine. So rum, oder? Huch. Warte, so. 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 Den klebe ich flach auf und dann hat sich das. Hat sich der Lack. Fertig. So, jetzt zeige ich euch meine anderen Karten. Dann mal hier ein bisschen weg. Hier oben auch. Das ist mein Kleber. Achso, nee, erstmal. Also wir haben ja, ich habe ja dann jetzt 12 von diesen kleinen Kärtchen übrig. Da wollte ich euch mal zeigen. Die Idee habe ich irgendwo auf YouTube hier gesehen. Fand ich super toll. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Kanal das war. Tut mir leid. Also die oder derjenige, ich glaube nur die, sie war das. Vermutlich, weil es meistens Frauen sind, hat das auch so ähnlich. Ich glaube, Ludmilla hat es auch teilweise gemacht. Aber irgendjemand hat es jedenfalls gemacht. Und das fand ich eine super Idee und hat Text draus gemacht. Ich habe mich dann so ein bisschen ausprobiert. Hier habe ich es einfach nur glatt drauf geklebt. Habe hier meinen Stempel drauf gemacht. Von für. Hier habe ich es mal als eine Kreisstanze genommen und abgestempelt und drauf geklebt. Und ein bisschen mit dem Goldstift von Stabilo gemalt. Wie gesagt, hinten ist ja frei. Hier müssen überall noch Bänder ran. Hier habe ich schon mal. Dann hier wieder als Kreis und unten hin und noch ein bisschen gelettert. Na, das hat nicht so geklappt. Und am schönsten fand ich aber eigentlich die, da habe ich eben die Ovalstanze hier, die ich mir gerade neu gekauft habe, hat ja so Zacken, aber es gibt ja viele Zackenkreisstanzen oder ihr könnt ja auch das mit der Big Shot durchkurbeln, wie auch immer, oder mit der Schere einfach einen Kreis, gibt ja auch so Zackenscheren, so einen Kreis schneiden, aber ich fand diese Variante eigentlich am schönsten, wenn der so ein bisschen ungleichmäßig gerundet nach innen ist. Also die finde ich am schönsten. Finde ich eine super Idee, mache ich mit allen denen, die übrig geblieben sind und habe dann theoretisch, ich habe noch überlegt, weiß ich nicht, ob ich es vielleicht jetzt, ich habe noch einen Sonntag ja jetzt übrig für, von 8 Sonntage Weihnachten. Kann sein, dass ich da so ein Set noch bastel oder vielleicht in der Woche mal gucken. So, das war das. Jetzt haben wir also hier unsere beiden Karten von heute, von jetzt. Sind eigentlich echt schön geworden. Da habe ich teilweise andere Karten jetzt, die nicht so schön sind. Aber ich zeige sie euch trotzdem alle. Und zwar habe ich dann also die zwei und dann hier geht's jetzt mal los. Also die hier
Die finde ich persönlich echt schön. Hier habe ich diese, gibt es ja so Seidenglanz A5 Blöcke, die sind so eigentlich Dings, die habe ich auch wieder geprägt mit dem gleichen Prägefolder von Action. Hier ist auch von den Stempeln, das Papier aus dem Block habe ich hier zerschnitten und die Teile nur so aufgebracht. Dann habe ich hier eine Gold, also das sind diese 15x15 Karten von Action, das ist hier so eine goldene, die finde ich auch total schön. Hier habe ich dann mal eine tierische Karte gemacht. Ich glaube, hier eigentlich war es so gedacht, aber ich finde meine irgendwie schöner, obwohl auch eine ganze Menge los ist. Aber ich mag es immer gerne, wenn noch so was Helles dabei ist, also weiß oder eine andere helle Farbe. Die hier, die habe ich relativ zum Anfang gemacht. So war das Papier auch, das habe ich dann mit einem Cuttermesser ausgeschnitten. Und so war die Karte eigentlich gedacht, wie es hier ist. Und hier ist so ja noch, habe ich so eingebaut, für einen Geldschein, so ein Fach. Wie gesagt, habe ich mit einem Cuttermesser ausgestochen. Hier hinter habe ich so ja auch noch ein bisschen, also die habe ich da ich mir mal ein bisschen Arbeit gemacht. Seht ihr hier? Hier muss ich noch was Weißes drin kleben. So eine embosste Karte, aber ich finde eigentlich, so gefällt es mir total gut. Wenn ich jetzt die Uhr so als gleich als Fokus hätte, das hätte mich irgendwie genervt. Aber so als Dings finde ich es eigentlich schön. Und der Stempel ist auch von Action. Nee, das war hier, glaube ich, meine erste Karte. Das fand ich, da habe ich mich selbst übertroffen, wie ich fand. Das ist wirklich eine größere Karte. Das sind die normalen Standardkarten von Action. Und das ist ein bisschen größere Karte. Und da habe ich so eine Setfold-Karte gemacht. Und zwar, seht ihr jetzt hier gleich, ihr müsst mal darauf achten, das ist der Santa Claus. Klaas. Ja. Da habe ich einfach, also das Papier war eigentlich das, warte mal, das mit noch irgendwas zusammen. War das beide zusammen? Die sind ja nicht mehr. Naja, ist ja, wer den Block hat, wird es schon erkennen. Und dann habe ich die einfach damit durchgeschnitten. Das Fenster war auf jeden Fall extra. Und habe das einfach so ein bisschen angeklebt und so gefalzt, damit es schön aussieht und dann einfach festgeklebt. Aber ich finde die echt toll. Ja, mit Schreiben ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber kann man ja auch mal hinten. Finde ich sowieso bei den Z-Fold-Karten schwierig. Aber dafür kann man sie sich schön hinstellen. So. Jo. Also wie gesagt, das ist die Karte. Dann hier, die gefällt mir eigentlich ja nicht. Da habe ich mir auch echt einen abgebrochen. Ich wollte unbedingt mal meine neue. Ich habe ja so ein Standset von Action, nicht von Action, von SU mir gekauft im Ausverkauf. Das hat so eine schöne, geht schon ab hier, Ränderstanze mit passenden Sternen dazu. Aber irgendwie, ich weiß nicht, tue mich schwer damit. Und ich wollte halt, das ist eben eine Gatefold-Karte eigentlich. Und da habe ich hier, also eigentlich ist sie ganz interessant. Hier habe ich, das war das Original. Hier ist Vellum, ne? Und also hier habe ich mal wirklich alle drin geballert, was da so zur Verfügung stand. Und ja, also für manche, hier sieht man, ich mag es nicht so, so eine realistischen Fotos. Ich glaube, da muss ich einfach mal drauf achten, wenn ich jetzt so einen Block kaufe, wenn so Tierchen, so realistische Tiere oder überhaupt Abbildungen dabei sind. In den meisten Fällen habe ich es abgedeckt. Und hier eben auch, dass der nur so dezent zu sehen ist. So, das ist die. Hier habe ich gleich mal so einen Tag verarbeitet mit meinen Resten hier, mit meinen Restpapieren einfach. Drei Papiere so übereinander in verschiedenen Größen. Das erkennt er bestimmt, das ist aus dem Schwarz-Weiß-Block von dieses Jahr. Und hier habe ich einfach den Tag aufgeklebt und noch ein bisschen Band hinter. Dann die hier, die finde ich auch total schön. Hier habe ich wieder Papier zerschnitten, ein bisschen mit Gold hinterlegt und nur also drei Elemente aus diesem Block genommen. Hier ist noch eine aus dem Papier, wo ich den Adventskalender gemacht habe. Dann schöne Weihnachtszeit, der Stempel ist glaube ich von EFKO. Hier habe ich mich auch erst ein bisschen schwer getan, weil es wieder so ein Tierchen ist, aber also so ein bisschen so ähnlich war schon der Kartenvorschlag. Ich habe das jetzt mal nach oben, aber dann ja einfach alles schön aneinander drapieren, aber eben auf eine Stelle. Das gefällt mir besser. Die hier, die habe ich auch jetzt zweimal auseinandergebaut, aber jetzt eigentlich fällt es mir immer noch nicht. Aber hier ist eigentlich nur ein Aufleger, so ein Streifen. Denn das ist hier Washi-Tape und noch so ein Streifen von dem Papier. Hier noch ein Element drauf und ein Stempel gestempelt. Hier habe ich mal diese Karten aus dem Schwarz-Weiß-Block. Da habe ich dann einfach alle kleinen Elemente drauf gemacht. Hier steht ja It's wishes. Nee, Winters. Snowland soll das eigentlich heißen. Sieht aber aus wie Wow. Ach, Winter Wonderland. Oh.
Ja, jetzt könnt ihr wieder über mich lachen. Ja, toll. Winter Wonderland. Aber passt ja dann, oder? Vielleicht muss ich noch irgendwie einen Spruch, schöne Weihnachten. Dann haben wir die hier, die finde ich auch besonders schön. Hier habe ich wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 5, nee, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Sachen übereinander gestapelt, aber ich mag das und ich habe Papier weggehauen. Und der ist schwer, die ist schon mehr als 20 Gramm, aber so schwer so auch nicht. Dann diese hier, da habe ich halt, hier sind so realistische Bilder ja hintergewiesen, also ein Kamin war da, das habe ich abgedeckt, das mag ich nicht. Der Stempel ist auch von letztes Jahr von Action, den finde ich total schön. Einfach nur so im Querformat die Teile andrapiert und hier den Hintergrund aus meinem Restepapier. Hier habe ich auch, das war auch so ein fotorealistisches Foto mit einem Kamin, das habe ich schön überdeckt. Und dann mir die Teile nur so runter. Seht ihr, das ist wieder ein Dreieck. Das ist auch immer so ein Trick, also wie gesagt, der goldene Schnitt, alles auf einen Punkt oder so ein Dreieck, ungerade Zahlen verwenden von Teilen hilft auch oder eben ganz viel auf eine Stelle, so wie hier. Das macht es dann immer zu schönen Karten. Also wie gesagt, hier sind mehr oder weniger schöne Karten dabei, die mir jetzt gefallen. Ja, würde ich sagen, das war gerade die letzte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Karten anstatt 12. Mein Favorit ist eigentlich die und die. Die beiden finde ich am schönsten. Ja, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche ihr am schönsten fandet. Wobei das jetzt ein bisschen unübersichtlich hier ist. Ja, ist ja egal. Leute, ich bin fertig. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend, Tag, was auch immer jetzt kommt. Danke euch für eure Geduld und fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss.